Die Bullet Journal Videos sind wieder zurück. Du hast im Community Tab abgestimmt oder hast abstimmen können und die meisten Stimmen sind für Ja gewesen, dass die Videos wieder zurückkommen sollen. Und et voilà, ich zeig dir heute meinen April. Schon zu Anfang ein paar Sätze zu dem Notizbuch. Das ist mein jetziges, das ist jetzt auch schon fast wieder voll. Ich mache nach einem halben Jahr mache ich immer ein neues. Und ein paar Sätze zu dem Notizbuch. Es ist nicht so gut. Ich habe das von Amazon bestellt. Das war so ein Angebot. Heideweg hieß das. Und dachte mir halt, ja gut, jetzt probierst du es mal aus. Vielleicht kannst du auch irgendwas empfehlen, was so ein Geheimtipp ist. Das ist leider echt wirklich kein Geheimtipp, muss ich an der Stelle sagen. Weil die Seiten, die sind von der Qualität her nicht so gut. Also sie sind von der Dicke her sind sie wie die Seiten vom Leuchtturm. Aber das Papier, das ist nicht gut. Das ist definitiv nicht gut. Also wenn du da drauf malst, drückt es unwahrscheinlich stark durch. Ja, also nicht immer, lustigerweise, aber bei manchen Stiften, die bluten dadurch, dass ich halt auch schon hergegangen bin und Seiten einfach zusammengeklebt habe. Und da wurde ich jetzt das ein oder andere Mal eben auf Instagram gefragt. Da gibt es ja auch meinen Account. Den werde ich dir jetzt auch gerade mal einblenden. Und möchte ich so einfach nicht weiterempfehlen, weil das Papier einfach echt nicht gut ist. Mein letztes war ja ein Limome, das war etwas dicker von den Seiten her, das mochte ich irgendwie auch nicht so. Und was hier eben auch ist, wenn du auf den Seiten mit Bleistift vorzeichnest, dann ist es so, dass der Bleistift irgendwie nicht mehr richtig weggeht. Also das ist auch eine Sache, die mich so richtig nervt. Es war ein Doppelpack. Mit einem schwarzen noch. Wie gesagt, das schwarze verwende ich natürlich jetzt auch noch. Aber nochmal, kaufen würde ich das, würde ich nicht. Definitiv nicht. Da greife ich gerne zu was anderem. So, das ist mein Layout, das ich wieder von Pinterest habe. Und da habe ich so sämtliche Grüntöne verwendet, die ich gefunden habe, plus gelb. Es gibt so einzelne gelbe Akzente, die jetzt im Bild so ein bisschen untergehen. Ja, also ich habe hier die Tomaxis-Stifte, die kann ich zum Schreiben absolut nicht empfehlen. Also diese Spitze, die franzt so schlimm aus. Da hast du keinen Spaß damit. Absolut nicht. Und zum Malen aber ist es okay. Und gut ist halt auch, dass du hier einen Fineliner hast auf der Seite. Aber nochmals kaufen würde ich sie mir vielleicht, weil du hast halt schon eine große Auswahl. Ich habe dazu ein Video gemacht. Wenn ich es finde, verlinke ich es dir unter dem i. Und ja, halt die Grünstifte, die ich bei den Tombos habe. Die Tombos, die waren bis dato immer sehr solide, was das Thema Durchdrücken, also Durchbluten in so Bullet Journals betrifft. Das haben sie meistens nicht gemacht, aber selbst die bluten auf den Seiten manchmal durch. Dann natürlich, da möchte ich dem Mira immer noch danken. Ich weiß, sie guckt hier rein, die hat mir den Mutti-Stift hier besorgt. Die zweite Mini ist immer noch nicht angebrochen, aber er ist schon gut abgebraucht. Und auch den hier habe ich eingesetzt. Das ist ein Pinselstift von Stabilo. Die finde ich echt nicht schlecht. Sobald mal wieder mein Laden hier geöffnet hat, werde ich mir da den einen oder anderen noch dazu besorgen. Und einen Fineliner habe ich verwendet. Den habe ich von der Kisten geschenkt bekommen. Der ist ein bisschen dicker als der hier. Der ist halt doch extrem fein. Und so die Kombination ist ganz toll, wenn man mal unterschiedliche Linien und Punkte machen möchte. Und die Seite hier hat sich bei mir so richtig eingebürgert, dass ich das hier so mache und vor allem diesen Kasten drumherum freizeichne. Ich weiß auch nicht. Das gefällt mir einfach. Ich habe jetzt natürlich in meinem Kalender einfach nichts drinstehen. Also der Monthly Log.
Der hat sich bei mir auch einfach eingebürgert. Klar, ich gehe nicht so richtig cool damit um, muss ich sagen, weil manchmal vergesse ich Sachen da einzutragen, wenn man sich gerade die anderen Monate noch anguckt. Aber es funktioniert doch ganz gut, wenn man sich ein bisschen sicherer sein möchte, wenn man wichtige Termine in dem Monat hat, dass man die einfach sichtbar gleich mal so eintragen kann. Ja, mein Auto hat den Monat TÜV. Werde ich um den 15. rum so einen Termin machen. Wird wichtig sein. Die Aufstellung funktioniert so für mich am allerbesten, was die Wochen betrifft. So trage ich halt doch dann auch ein. Momentan irgendwie nicht, weil ich den Monat gerade irgendwie nicht so wirklich brauche. Und man doch durch die veränderte Geschichte, die wir jetzt gerade alle durchmachen, irgendwie doch so ein bisschen durch den Tag sich schummelt, sage ich immer. Aber so ein Bullet Journal ist halt eben auch wichtig, um bestimmte Dinge auch zu reflektieren. Also es muss ja nicht gerade der Monat an sich sein oder die Woche, sondern es gibt ja auch Tracker, die man verwenden kann. Auch die Ausgaben funktionieren bei mir im Moment nicht. Die habe ich bis dato ja auch immer aufgeschrieben. Durch das, dass ich für meine alten Eltern halt immer wieder einkaufen gehe, vergesse ich halt einfach meine Sachen da auch einzutragen. Bin ich ganz ehrlich, dann schreibe ich es immer so ungefähr auf. Aber ich vergesse auch. Also ich habe jetzt, das ist die erste Sache, die ich heute eingetragen habe. Aber ich habe davor auch schon was eingekauft, glaube ich. Ich bin mir nur nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich habe ein Projekt auf meinem Kanal hier, das Project Tenpan. Das habe ich tatsächlich hier ins Bullet Journal mit eingebaut. Da möchte ich einfach Produkte leer kriegen und wiegt die immer ab und zeigt die euch dann auch, wie ich mit den Produkten vorankomme. Nicht jedes Produkt fällt mir einfach, wie beispielsweise jetzt Rosenwasser und Hamameliswasser. Oder das Amla-Shampoo, das habe ich jetzt, glaube ich, eine längere Zeit schon nicht mehr verwendet. Ja, also fällt mir auch schwer. Serien und Filme, ich habe bis dato die Serien immer hinten drin gehabt. Also ich hatte hinten einen Tracker, wo ich das aufgeschrieben habe. Aber jetzt mache ich das als Tracker im Bullet Journal selber jeden Monat, um halt wirklich mal auch eine Übersicht zu haben, was ich so angucke. Und es muss ja nicht nur Netflix sein. Mein Mood-Tracker ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Ich habe mal so ein bisschen versucht, mich zu auszukünsteln. Die Version habe ich als Aquarell gesehen. Natürlich kann ich mit meinen Filzstiften nicht aquarelltechnisch malen, das ist schon klar. Und auf den Seiten geht es schon gar nicht. Ja, also da sieht man schon beispielsweise, da habe ich eine Seite zusammengeklebt, weil das hat extremst durchgedrückt. Und ich fand das mit den Regentropfen eigentlich ganz cool für einen April, weil das Hin- und Herwetter kennen wir alle. Und das ist wirklich eine gute Reflexion, um wirklich schon sich klar zu machen, was für eine Stimmung hat man. Ja, also man geht in den Tag rein, beobachtet den Tag und schaut mal so, wie man den Tag bewertet. Also ich bewerte mich meistens immer so 16 Uhr, 17 Uhr gucke ich meistens immer ins Bullet Journal rein und mache die Sachen. Das ändert sich aber auch. Es kann auch mal spät abends sein. Alleine Day ist eine Schreibübung. Diese Schreibübung gibt es auch über mehrere Seiten, dass du halt wirklich kleinere Geschichten aufschreibst, beispielsweise. Mir reicht alleine Day absolut. Dieser Tracker ist für mich eigentlich schon eine ganz, ganz wichtige Sache und ich habe das mit der Linie irgendwie, ist bei mir irgendwie auch hängen geblieben, dass ich die, wenn ich eine Zahlenreihe habe, dass ich die halt dann auch immer mit einer Farbe bemale. Und das ist halt der Tomaxis-Stift hier. Den habe ich tatsächlich, ich habe nämlich den Mai auch schon fertig, im Mai auch schon verwendet. Das zeige ich euch aber erst nächsten Monat. Wichtiger Tracker. Ich habe dann angefangen, meinen Sport zu tracken tatsächlich. Also es gibt hier Yoga, 10.000 Schritte, Workout, Krafttraining und Nordic Walking. Und die letzten 3 Tage habe ich viel Yoga gemacht. Das hat für mich ganz gut gestimmt. Also es ändert sich aber auch ständig bei mir. Das kann man andauernd sagen, dass ich irgendwie nur jetzt Yoga machen würde.
So, der Sleep Tracker. Der Sleep Tracker ist an sich auch wichtig, weil gerade wenn ich nicht richtig schlafe, dann ist es so, dass ich eben intuitiv gar nicht gut drauf bin, eben halt auch esse, weil ich müde bin und solche Sachen. Und da hilft mir das schon auch festzustellen, so wie viel hast denn du geschlafen? Wie ist denn das in Kombination mit deiner Laune und so? Manchmal ist es uns einfach nicht bewusst, wie es mit unserem Schlaf aussieht und wundern uns, dass wir über den Tag hinweg halt richtig kacke Laune haben. Und da ist es für mich eben ein wichtiger Tracker. Der fehlt mir tatsächlich, wenn ich ihn vergesse. Ich habe den ein oder andere Mal auch schon vergessen. Ideen gibt es bei mir momentan noch nicht so viele, aber der Monat ist ja auch noch jung. Also kommen hier Ideen rein. 10 Dinge ist halt auch ein Format hier auf dem Kanal, mein Favoritenformat. Und da bediene ich mich generell immer, dass ich da halt einfach reingucke und reinschreibe vor allem durchweg, und wenn ich das Video mache, dass ich dann nicht total überlegen muss, so was waren jetzt eigentlich meine Favoriten, sondern die stehen dann drin, was ganz gut aus. Telefon, gut, es gibt gerade nicht so viel zu telefonieren, die Seite nehme ich aber meistens dann auch für andere Dinge her, wenn sie leer bleibt. Positives Achtsamkeit, das heißt inzwischen bei mir so, ich weiß nicht, ob das in den letzten Videos auch schon so geheißen hat, ich glaube nicht. Hier wird für den Tag gedankt, hier wird für eine Situation gedankt, hier pushe ich mich. Meistens, gerade in so einer Zeit, wo es so schwierig ist, sind uns verschiedene Dinge einfach nicht bewusst. Wie gut wir es eigentlich haben, in was für einer privilegierten Situation wir eigentlich sind. Und doch fühlen wir uns scheiße. Und das ist halt wirklich eine gute Übung, um die Dinge deutlich zu machen, die wir haben. Und am Anfang habe ich mich mit der Übung tatsächlich auch nicht gut gefühlt, das kann ich euch sagen. Also ich fand das auch richtig verrückt. Ist auch schon die letzte Seite. Jawohl. Ich will euch gerade auch noch mal in den März mitnehmen. Habe ich ja bis dato auch immer so gemacht, dass ich den folgenden Monat einfach immer noch mal gezeigt habe. Und da ich jetzt seit Oktober ja gar nichts mehr gezeigt habe, zeige ich euch aber nochmals den März. Da steht im Monat halt schon ein bisschen mehr drin. Ne? Also da ging es ja los mit Corona und so. Und da habe ich noch Termine gehabt, jawohl. Ich habe auch ein Praktikum machen können, das war ganz cool. Aber dann ist dünner geworden im Terminkalender. Sehr dünn. Sehr, sehr dünn. Was Anfang März noch sehr voll war, war dann, ja. Und mit den Ausgaben hat es auch noch ein bisschen besser funktioniert, also ich habe dann wirklich festgestellt, so gegen Ende vom März, wo es halt so eine arg veränderte Situation war, habe ich immer mehr vergessen, halt wie gesagt, da einzutragen. Und da muss ich selber auch mich so ein bisschen erziehen, was eine gute Sache ist. Also das Bullet Journal hilft mir halt wirklich, Dinge einfach auch zu machen, bloß weil eine Regelmäßigkeit dann auch drin ist. Also das ist auch irgendwie eine wichtige Sache, wenn man ein Notizbuch führt, möchte man es auch einigermaßen vollständig haben. Klar, ich zwinge mich nie. Es gibt auch Tage, wo ich gar nicht eingetragen habe, wo ich es einfach vergessen habe. Aber nichtsdestotrotz möchte man es doch so einigermaßen vollständig haben. Hier sieht man eben so ein zwei Blätter, die ich nicht ausgemalt habe. Der Mood Tracker ist mir anhand eben des Layouts eingefallen. Und das ist ja so ein Blümchen-Layout, so ein Vorhang, fand ich ganz interessant. Habe ich übrigens wieder von Pinterest. Alleine der, da sieht man eben, da fehlt halt schon ein bisschen was, weil, wie gesagt, manchmal habe ich es einfach vergessen oder habe gleich den ganzen Tag nicht eingetragen. Also mir passiert es manchmal, dass ich einfach verschiedene Tracker nicht eintrage. Auch so eine blöde Gewohnheit. Ideen, wie schon erwähnt, da überlege ich mir halt immer, was für Videos ich machen kann. Videowünsche sind auch gerne immer unter den Videos erwünscht. Also wenn du bestimmte Ideen zu meinen Videos hast, gerne ab in die Kommentare. Serien und Filme habe ich hier eben auch. Und da kann ich immer so ein bisschen sehen, was ich so geguckt habe, was ich gut fand, was ich nicht so gut fand. Ja. Und auch hier ist die Telefonseite ziemlich leer.
Sleep Tracker, also an dem Sleep Tracker sieht man halt eben, wann ich das halt einfach ausgelassen habe, schrägstrich vergessen habe. Passiert halt eben. Aber mit der Zeitumstellung war es dann plötzlich bei mir so, dass ich einmal richtig viel geschlafen habe. Also das war dann richtig, richtig heftig. Ich brauche nach einer Zeitumstellung immer so ein bisschen, bis ich dann wieder drin bin. Das ist Wahnsinn. Ja, 10 Dinge. Wie schon erwähnt, das ist ein Format hier auf dem Kanal. Positives, Achtsamkeit, wir hatten es ja eben gerade schon. Es kommt einem am Anfang echt komisch vor, wie etwas zu danken, was so selbstverständlich ist. Aber das ist der Punkt. Dinge dürfen eben nicht selbstverständlich sein. Bloß weil wir es regelmäßig machen können, regelmäßig machen dürfen. So haben wir in der Corona-Krise eben auch mitgekriegt, wie es ist, leere Regale zu haben und einfach auch nicht mehr regelmäßig Toilettenpapier zu haben. Und wenn man nur Danke sagt, weil man gerade 2 Rollen Klopapier gekauft hat, was ich heute hinbekommen habe, ist das auch eine Sache, für die man wirklich danken kann. Ja, Sport-Tracker, man sieht, ich mache nicht so krass regelmäßig Sport, aber wenn ich Sport mache, und hier sieht man es halt auf einen Blick und das erzieht einen auch so ein bisschen, dann macht man es auch, glaube ich, schon ein bisschen regelmäßiger. Also ich habe mich schon dabei erwischt, durch den Tracker eben, dass ich es eben regelmäßiger mache. Und das finde ich eine gute Sache. Und schon sind wir wieder im April. Selbst in der Zeit, wo man jetzt so ein bisschen isoliert lebt, hat man Ideen zu neuen Trackern. Die werde ich euch natürlich die Monate danach zeigen. Jetzt wird es wieder regelmäßig Videos zum Thema geben. Ich habe nur eine Bitte an die Leute, die dafür gestimmt haben. Gebt diesem Video bitte, bitte einen Daumen nach oben und lasst einen Kommentar da. Und wenn das auch nur ein Smiley oder, keine Ahnung, ein Hallo ist oder einen schönen Tag, das hilft mir, das hilft meinem Kanal, das hilft diesen Videos, dass der Algorithmus weiß, ihr guckt sie gerne. Dann werden sie nämlich auch vorgeschlagen. In diesem Sinne melde ich mich ab, sage danke fürs Einschalten, gib mir einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!